Kannst du mir hier mal helfen? Sieht gut aus. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Bastler Garage. Wir bauen heute offiziell eine Tür oder beide Türen ab. Dazu müssen wir zunächst die Frontverkleidung abnehmen. Und wie wir die gemacht haben, das können wir ja da oben verlinken. Ja, da verlinken. Und dann zeigen wir das schon erstmal. Oder wir zeigen es einfach alles zusammen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da oben gucken. Wir zeigen es aber trotzdem nochmal zusammen. Ja, das heißt, ich schraube erstmal die 4 Schrauben auf. Da oben dieses Plastikteil wird jetzt aufgeschraubt, Antenne kommt weg, andere Seite auch alles raus. Und dann vorne am Grill 2 Schrauben, dann können wir die Front schon mal abbauen. Und dann sind wir dann schon bei der Tür. Okay. Wenn wir nun diese Plastikabdeckungen hier rausgeholt haben, schrauben wir hier vorne diese Schrauben ab. Dann geht es schon nach vorne. Wir nehmen vorne den Grill weg und schrauben diese Schrauben ab. Diese nicht, weil diese halten diese beiden Kotflügel zusammen. Also die Front und den Seitenkotflügel. So, dann haben wir das. Als nächstes nehmen wir die Blinker raus. Wenn es aber nicht geht, wie hier in dem Fall, dann gehen wir erstmal den Kotflügel zur Seite. Ganz hier mit einem Assistenten drehen wir das Blinkerbildchen einfach raus. Ne? So, genauso wie hier. Wenn das Teil oft nicht einfach so rausgeht, liegt das daran, dass es hier so ein bisschen festklemmt. Dann löst man das alles so ein bisschen. Und hier unten ist es doch fest. Dann nimmt man das noch ab. Ja, und jetzt kommt es schon einem entgegen quasi. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Das so ein bisschen alles hier lösen. Dann muss man den Unterbodenschutz. In dem Fall ist er jetzt hier gut gelöst. Ja, und dann kann man es schon abtrennen, wie man sieht. Und das sogar mit einer Hand. Als nächstes, guter Trick. Als nächstes nehmen wir hier diese Plastikverkleidung ab. Und diese große Schraube ab. Schrauben wir hier diese Scharniere ab. Ich bevorzuge das eigentlich direkt an der Karosse, die Scharniere abzuschrauben und nicht an der Tür, weil sonst die ganze Einstellung etwas schwieriger ist. Ja, und dann so, die nächsten Schritte sind nur noch, diese letzte Schraube zu lösen, damit das über die Tür kommt. Jetzt müssen wir die Tür nur noch aufmachen und abziehen. Das war's. So, die Tür kommt jetzt irgendwo, wo es etwas Weiches ist. Warte. Und so hat man eben die Tür abgebaut.